Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial. Ja, bei dem Tutorial geht es darum, wie ihr im Titel schon lesen könnt, wie kann ich mein Google Plus Konto von meinem YouTube Konto trennen. Ich habe viele Freunde, ich habe schon so viele Leute mich gefragt, wie das geht, und ich habe es mal herausgefunden. So, ich kann es euch zeigen. Ich bin hier auf meinem Zweitkanal. 104.000 Aufrufe. Ich habe da so ein kleines Video gemacht, das echt extrem scheiße war, was aber komischerweise viele Aufrufe bekommt, ist aber egal. Ihr müsst auf dem Kanal nicht vorbeischauen, das ist einfach nur so ein einfacher Kanal. Auf jeden Fall, ja, dann geht ihr hier auf das Dings da, also da wird ein neuer Profilbild sein, auf YouTube-Einstellungen, also wenn ihr mit dem Google-Konto verbunden seid, dann auf Nutzername 552, also da steht euer Name, auf euren Namen zurücksetzen und vom Google Plus Profil trennen. Ja, der Name, ja, okay, dann drückt ihr okay. So, und das war's. Jetzt bin ich wieder Nutzername 552 und nicht mehr lustig.667. Und jetzt habe ich hier wieder die normale Leiste. Ja, so schnell kann's gehen. Also, für alle, die es nicht wissen, hier war die Lösung. Und falls es bei denjenigen auch nicht funktioniert, dann kann ich ihnen selbst leider nicht weiterhelfen. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.